Topfgucker TV empfiehlt. Währenddessen das Schweinefilet jetzt praktisch schon in den Topf zieht, bereiten wir uns die Soße vor. Dafür nehmen wir uns rote Beete. Die ist schon vorgekocht, kann man ganz normal im Handel kaufen. Die schneiden wir uns in kleine Stücke. Und dann kommt noch der Apfel dazu. Der wird geviertelt. Am besten wäre es, wenn man jetzt eine Boskop-Sorte wählt, weil der halt schön Säure mit reinbringt in die Soße. Das ist wichtig. Das Kerngehäuse kommt raus. Die Schale kann ruhig dranbleiben. Das wird sowieso nachher alles durchpüriert. Außerdem ist ja in der Schale bekanntlich, sind die meisten Vitamine drin, ist klar. Nochmal grob durchhacken. Zack. So. So, dann brauchen wir noch Ingwer. Dann nehmen wir uns ein kleines Stück. Ingwer natürlich sehr aromatisch, würzig und bringt natürlich richtig schön viel Aromen rein. Das ist richtig, das harmoniert richtig schön mit der roten Beete. Die hacken wir uns gleich ein bisschen durch. Gesund ist sie natürlich auch. So, das habe ich jetzt erstmal vorbereitet. So, das Ganze werden wir jetzt mit ein Stückchen Butter schön anfeuern. So, das Ganze löschen wir jetzt mit Weißwein ab. Ungefähr 50 bis 60 Milliliter. Bisschen einreduzieren lassen. Dann geben wir ein bisschen Gemüsebrühe dazu. Und lassen das Ganze ein bisschen köcheln. Kommt auch schön das Aroma schon von der Ingwer durch. Es riecht wunderbar. Sehr schön. So, jetzt kommt ein bisschen Limettenabrieb dazu. Hier gibt es dann auch nochmal richtig schön Pfiff in die Soße, richtig schön frisch. So, das Ganze war jetzt ungefähr für 5 Minuten am Köcheln. Und jetzt werden wir das Ganze mit einem Stabmixer durchpürieren. Da geben wir das Ganze rein. Und dann jagen wir das alles durch. Das Sieb durch. Das Ganze kommt jetzt wieder auf den Herd. So, das Ganze wird jetzt nochmal ganz kurz aufgekocht. Und dann kommt ein Schluck Sahne mit rein, ungefähr so 20 bis 30 Milliliter zum Abrunden der ganzen Geschichte. Dadurch kommt natürlich diese wunderschöne Farbe zum Vorschein, warum sie dann halt auch Barbie-Soße genannt wird. Wegen der rosanen Farbe. Kosten wir mal die ganze Geschichte. Ein Traum. Wunderbar. Also man braucht gar nicht weiter viel ranmachen. Das ist die ganzen Aromen durch die Ingwer, die Limette, die rote Beete kommt wunderbar mit durch. Es ist herrlich. Alle Rezepte und Videos mit der Topfgucker-App gratis in deinem Store oder unter www.rezepteaufvideo.de.